Herzlich willkommen zurück. Ach, ich wollte gerade sagen, er verlässt uns doch nicht. Das ist ein Kaninchen. Na super. Dein Ernst? Okay, also, wir können rechts rein. Dann immer dem Weg folgen. Und da müssen wir uns quasi nach rechts halten. Okay, also gut. Ich glaube, das mit dem Laufen ist jetzt nicht so eine gute Sache. Besiegt 40 Feinde. Oh, cool. Haben wir das auch schon wieder erledigt? Nalia, Abenteurerin, ihr habt es geschafft. Ja, und ich? Hallo? Über mich wird wieder nicht gesprochen hier, oder was? So, aber das ist gut, dass man das zumindest auf der Karte ansehen kann, finde ich. So, das war nicht das, wo ich nach links rein muss, sondern das hier. Schon wieder solche instabilen Kugeln. Und sie versperren uns den Weg. Seht ihr einen Fokuspunkt? Das ja. Ist dieser Schritt. Das hat geklappt. Haltet die Augen offen. Hier könnte alles Mögliche sein. Mhm. Also, wo müssen wir denn überhaupt rum? Sagen wir es mal so. Muss ich nur hier in die Mitte? Weil da müsste ich mich eigentlich nur rechts, links halten. Und dann die zweite dann wieder rechts. Ist richtig, oder? Oder müssen wir woanders hin? Rechts, links. Und dann hier die zweite wieder rechts. Das dürfte hier sein. Oh. Krähe? Krähe? Hello? Krähe? Ach, da! Willkommen am Ende, Abenteurerin. Ihr habt unzählige Herausforderungen bestanden und steht nun davor, das Vermächtnis zu erfüllen, das Ulfsild vor so vielen Jahren hinterlassen hat. Ihr seid die Erbin der Skola. Danke, Krähe. Was muss ich noch tun, um eure Prüfung zu bestehen? Ihr habt Grimoires gesammelt, die Welt nach Skripturen durchkämmt und mächtige Zauber und Fertigkeiten niedergeschrieben. Ihr habt Macht, Erbin. Und ich möchte, dass ihr sie mir zeigt. Wie soll ich das tun? Ganz egal, wie schlau oder mitfühlend wir sind, wir müssen kämpfen für das, woran wir glauben. Sammelt eure Federn, setzt ein, was ihr auf eurer Reise gelernt habt, und besiegt die Bestie des Labyrinths. Viel Glück. Das schaffen wir. Erhebt euch, Autariot! Oh! Ein Kampf also. Das liegt mir. Ja, warum sollte es nicht ein dreiköpfiges Monster sein? Naja, wir probieren es einmal ohne Buffhut. Was für Kugeln? Könnt ihr einen Fokuspunkt sehen? Oh nee, das ist nicht dein Ernst jetzt, einen Fokuspunkt hier drin zu machen. Hallo. Nimm doch den Fokuspunkt an. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen was zu essen holen sollen. Also, Waffen nehmen sollen. Ja, ich komme da hin, aber ich kann ihn nicht benutzen. Doch. Okay, also hier kann ich ihn benutzen. Das ist gut. Obwohl ich angegriffen werde. Jetzt ist flinke Beinarbeit gefragt. Lasst euch nicht erwischen. Eine grandiose Zurschaustellung von Macht. Genau das wollte ich sehen. Wo ist die Krähe? Krähe!
drehe. Ach, da oben. Autariot hätte kein passenderes Ende finden können. Erbin, ihr habt es so weit gebracht mit den Flügeln der Fabeln. Lasst mich euch eine letzte Geschichte erzählen. In den letzten Tagen der Skola war Ulfsils Herz erfüllt von Trauer. Das sagte sie auch in ihren letzten Echos. Ulfsild gab so viel auf, um die Kunst der Schriftlehre zu erschaffen. Die Skola war ihr Zuhause. Und die Erleuchteten waren ihre Familie. Als sie kurz davor stand, alles zu verlieren, breitete sie ihre Flügel aus und sie erhob sich in die Lüfte. Sie führte ein Ritual durch, den ultimativen Akt der Schriftlehre. Was hat der Ritus bewirkt? Sie sammelte sämtliche Hinweise, die sie während ihrer Zeit mit den Erleuchteten gefunden hatte, und erschuf ihren eigenen. Ein Brunnen der Magie. Das Herz der Skola wurde erschöpft durch den Altar der Schriftlehre. Und ich wurde geboren. Ulfsild hat euch erschaffen? Der Ritus der Schriftlehre projizierte den Geist der Erzmagierin auf die versammelte Macht. Und so wurde ich sie, von diesem Augenblick an. Ich wurde von einer Frau zu einer Krähe. Und ich hatte kaum Zeit, mit mir selbst zu sprechen, bevor die Skola hinfortgerissen wurde. Das ist unglaublich. Ich bin die Krähe, die Ulfsild hinterließ, damit die Schriftlehre an euch weitergegeben wird, an die Welt. Die Erleuchteten! Seht! Sie hat ihre Macht weise eingesetzt, um ihr Vermächtnis zu sichern. Ulfsils scharfer Verstand ließ euch in ihre Fußstapfen treten. Sie war eine erbitterte Beschützerin und verteidigte, was ihr wichtig war. Ihre Empathie erhob alle um sie herum, genau wie ich euch erhoben habe. Ich bin der Schatten einer Person, eines Wesens geboren in Trauer, doch von Hoffnung erfüllt. Ich fliege seit Jahrhunderten auf den Winden der Magie, um heute hier bei euch zu sein, Erbin. Ich war Ulfsild, das ist wahr. Aber nach all den Jahren sind mir meine Federn deutlich lieber. Es bleiben nur noch zwei Dinge. Wer wird sich um die Skola kümmern? Und der Standort des letzten Siegels, dieses letzten Stückchens Macht, das ihr braucht, um den Altar zu verstärken. Was meint ihr mit um die Skola kümmern? Ich habe zugesehen, wie ihr und Nalia euch durch die Prüfungen gequält habt. Das Leben ist ein Irrgarten. Vermächtnisse sind ein Segen. Und die Bürde beider sollte man nicht allein tragen müssen. Ihr seid eine Meisterin der Schriftlehre. Aber ich spüre jetzt schon, dass neue Abenteuer auf euch warten. Solche Sachen passieren mir hin und wieder. In der Tat. Nalia, Lampenritterin, weicht nicht zurück vor meinem Blick. Ihr habt euch bewiesen, Seite an Seite, durch Herausforderungen von Geist und Herz. Ich möchte, dass ihr den Mantel der Bibliothekarin der Skola an euch nehmt. Als ihre Herrin. Ich werde mit ihr darüber sprechen. Hervorragend. Dann bleibt nur noch mein Siegel. Ulfsils Siegel. Nachdem sie das Ritual durchgeführt hatte und mich zurückließ, damit ich die Skola bewachte, nahm sie dieses Symbol mit sich. Ich spüre seine letzte Ruhestätte am Ufer im Jarlturm Ostmarsch. Verstanden. Nalia und ich übernehmen das. Moment. Ich? Soll mich um die Skola kümmern? Yep. Was soll ich der Kommandantin der Jünger sagen? Lasst mich in der Zwischenzeit dieses Portal nach Ostmarsch öffnen. Ihr schafft das, Ritterin. Ich erwarte euch beide beim Altar. Der hier drin ist. Okay.
Ich sehe kein Siegel, aber sie hat ein Echo hinterlassen. Es ist Ulfsild, aber sie wirkt älter. Zufriedener. Meine Zeit in der Skula ist nun Jahre her. Aber ich habe nie eine letzte Botschaft hinterlassen. Das Ende meines Lebens naht, doch einiges bleibt unausgesprochen. Ich bin mir sicher, dass die Geschichte meinen Namen nicht weitertragen wird. Anerkennung war mir nie wichtig. Ich erschuf die Schriftlehre, um Magie besser zu verstehen, um mich selbst besser zu verstehen. Aber natürlich endete meine Reise nicht, als ich die Skola verließ. Das Ritual zur Erschaffung einer Erleuchteten forderte einen enormen Preis. Ich brauchte Jahre, bis ich mich davon erholt hatte. Und Chalidor war bis dahin längst fort. Es war eine dunkle Zeit. Aber es war nicht das Ende meiner Geschichte. Dunkle Kapitel sind genau das. Augenblicke in der Zeit. Tiefpunkte der Erzählung. Ich verstehe. Die Lage besserte sich. Ich fand ein neues Ziel. Schüler, die erpicht waren zu lernen. Neue Forschungspartner. Neue Lebensgefährten. Als junge Frau war ich besessen von der Skola. Von der Macht der Erleuchteten. Ich verstehe. Ich wirkte dieses Echo und war überrascht, wie einfach die Magie zu mir zurückkam. Es gibt so viel, wofür ich dankbar bin. Ich bin eine respektierte Wanderzauberin in Himmelsrand. Man kennt mich dort nur als mitfühlende, weise Lehrerin. Womit wir wieder bei euch wären. Ich weiß, dass ihr diesen Weg nicht allein gegangen seid. Dafür habe ich gesorgt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Nehmt das Siegel der Krähe von diesem Ort mit. Und wisset, dass Ulfsild die Immergrüne ihre magischen Freunde niemals vergisst. Danke, Ulfsild. Meine Tage enden bald. Aber sie enden glücklich. An meinem Schreibtisch, in meinem Zuhause, mit meinen Tagebüchern beschäftigt. Meine Farbe dort, wo sie begann. Nun geht und schreibt eure eigene. Das werde ich. Ulfsild gab so viel auf, als sie die Skola hinter sich ließ. Es klingt, als hätte sie am Ende ihren eigenen Weg gefunden. Da fühle ich mich gleich viel besser bei all dem hier. Was meint ihr damit? Nun, die Krähe möchte, dass ich die Herrin der Skola werde. Sie möchte, dass ich in Ulfsilds Fußstapfen trete. Das ist schon ein bisschen überwältigend. Das sind gewaltige Fußstapfen. Aber ich weiß, mit welchen Widrigkeiten Ulfsild zu tun hatte. Was sie alles durchmachen musste. Ihr wollt ihrem Vorbild also gerecht werden? Ihr sagt es. Die Schriftlehre, die Skola, das war ihr Lebenswerk. Wenn ich es weiterführen kann, es vielleicht durch die Gilde auch anderen näher bringe. Darüber kann ich später nachdenken. Bringen wir das Siegel zurück zum Altar. Beenden wir, was wir begonnen haben. Gut, gehen wir zurück. Ein letztes Portal für euch, meine Freundin. Ulfsild hinterließ das Siegel. Euer Siegel. Sie hatte ein langes, glückliches Leben nach der Skola-Krähe. Es freut mich, das zu hören. Der Altar gehört euch, Erbin. Weg da, das ist meiner. Nicht, dass ich den Geruch von Foliantenstaub nicht liebe. Das hängt von meiner Kollegin ab. Was ist euer Plan, Nalia? Ich glaube, ich bleibe hier. Ich will sehen, was passiert, wenn wir der Welt die Tore der Skola öffnen. Wisst ihr was? Ich glaube, dass meine Eltern vielleicht doch noch von mir beeindruckt sein könnten, wenn ich das nächste Mal nach Hause komme. Wollt ihr die Bibliothekarin der Skola werden, wie die Krähe es wollte?
Zuerst einmal werde ich die Kommandantin der Jünger überreden, mich weiter hier einzusetzen. Die Schriftlehre ist eine verlorene Kunstform, weil Ulfstedt hier allein und geheim arbeitete. Wenn wir die Türen der Bibliothek für die Gilde öffnen... Meint ihr, Schriftlehre wird sich in der Gilde durchsetzen? Wenn es eines gibt, was alle Adepten der Magiergilde teilen, dann ihre Liebe für anspruchsvolle Rätsel. Vielleicht gibt es eines Tages einen solchen Altar in jeder Gildenhalle Tamriels. Aber das liegt in der Zukunft. Heute schulde ich euch enormen Dank. Was war das nur für eine Reise, Nalia? Oh ja, und vor allen Dingen eine tierisch lange. Der Altar ist vollständig wiederhergestellt. Jeder Flügel der Skola steht offen und brummt vor Macht. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Wir brachten gemeinsam die Schriftlehre zurück in die Welt. Ulfsilds Vermächtnis. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus machen werdet. Barriere, das ist mal was, was man tatsächlich auch gebrauchen kann. Also zumindest für mich, die ja in den Raids im Endeffekt oder in allem, was wir machen, Heilerin ist in der Gilde. Dann Grimoire Seelenbruch, einzigartig. Entfesselt um euch herum eine mächtige Seelenbruch-Explosion. Benutzen, um das Grimoire Seelenbruch, Seelenmagie zu lernen. Damit könnt ihr die Fähigkeit an einen Altar schreiben. Der Gegenstand wird beim Lesen verbraucht. Okay. Also das heißt, um das mal kurz zu verstehen, wird auch an den Charakter gebunden, leider. Das heißt, dass ich das theoretisch aber gar nicht bekommen würde, wenn ich das jetzt mit einem anderen freischalte, weil ich ja diese Quest nicht mehr machen würde. Ist das richtig? Die Sachen sind automatisch freigeschaltet. Ich hoffe mal für alle oder vielleicht nur für einen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also für alle aus dem Team quasi. Das hier kann ich aber nur auf meinen Charakter lernen. So verstehe ich das zumindest. Müssten wir uns gleich mal anschauen. Wahrsichtbetrachtung, eine Aktion, die wir dann auch noch dazu bekommen haben. Und einen Fertigkeitspunkt. Rhea, wie würdet ihr es finden, wenn wir unsere Türen der Gilde öffnen? Wenn wir der Welt gestatten, Ulfsilds Vermächtnis selbst zu erleben? Das hätte Ulfsild der Immergrünen sicher gefallen. Ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch eins zu tun. Ich werde auf jeden Fall mal auf dem anderen Char nachschauen, ob die Sachen dann da auch freigeschaltet sind. Ich denke aber mal, dass man die eh erst nutzen kann, wenn man mit dem anderen Char das Ganze dann macht, also diese Einführungsquest macht. Ich werde mal schauen, ob ich es noch vorher schaffen werde, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Dann kann ich euch da aus eigener Erfahrung genaueres zu sagen. Vielleicht wisst ihr das auch schon. Vielleicht habt ihr das Ganze auch schon getestet und alles selber schon durchgemacht. Dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil es würde mich wirklich mal interessieren. Auch wie dieses Grimoire wirkt, weil so wie ich das verstanden habe, wirkt das wohl nur bei diesen einen Char, den ich jetzt habe. Aber wie soll ich das dann bekommen, wenn ich diese Quests mit den anderen nicht mehr machen muss? Das ist eben die große Frage. Da muss ich noch ein bisschen hintersteigen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Mit der Schriftlehre sind wir dann jetzt soweit durch. Und wenn nichts dazwischen kommt, wovon ich ausgehe, dann werden wir in der nächsten Folge mit der Hauptquest hier in Golden Road starten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.